Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5. Ja, folgt, let's go. Genau so ist es. Wir sind gerade dabei, Madaramas Schatz zu stehlen. Doch bevor wir seinen Schatz stehlen, den wir da schon hinten sehen können, Madarame ebenfalls können wir das schon sehen, müssen wir noch unsere Fluchtroute sichern. Denn ein erfolgreicher Einbruch kann nur mit einem perfekten Plan aufgehen. Und deswegen, dass ich doch schon wieder ein Gegner. So, deswegen müssen wir jetzt erstmal unsere Fluchtroute sichern, um bevor wir hier in den Schatz stehlen. So. Electricity. Wie sieht es aus, Karl? Ah, du hast noch genügend. Das ist sehr gut. Sehr schön. Genau, try to aim, das sage ich auch. Da machen wir es halt so. Zack. Ich mach sie auf den nämlich. Sie war nämlich sein Schwäche, sehr gut. So, jetzt ist die Frage, Battle Pass. Ja, mach mal einen Battle Pass. Unser Ziel ist es aktuell hier, irgendwie durchzukommen und, wie gesagt, eine Fluchtroute zu sichern. Wir müssen aber erstmal hier die restlichen Verteidigungsanlagen loswerden. Laser und Absperrungen und alles mögliche stehen uns hier im Weg. Es ist gar nicht mal so leicht. Aber hey, wer soll es sonst schaffen, außer die großartigen Phantom Thieves? So, bam. Ich will eigentlich hier unbedingt eigentlich Eiskills lernen, Mann. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz, wenn wir die Chance dazu bekommen, Jack Frost Syndrome. Ich habe das Gefühl immer noch, Madarame ist ein Eisgegner, wenn wir dann gegen ihn kämpfen. Aber ich habe ihn halt nicht ausgerüstet. So, mein letzter Lockpick. 5 Lockpicks haben genau gereicht für den Dungeon, das ist sehr gut. So. Saint Sonic und Pearl, okay, gut. Und ansonsten ist hier eh nichts, so. Kann man von da so runterjumpen, so direkt auf Madarame. Madarame! Und dann stößen wir uns auf ihn. So, da sind wieder Bilder, aber da können wir nicht reinhüpfen. So, wir haben es gleich geschafft, Mann. Ich hoffe, mit unserer geschwächten Party. Können wir es noch irgendwie schaffen, die letzten Meter hier zu schaffen? Das war sehr dumm, Mann. Alter, ich hasse also das Gehüpfe. Das Gehüpfe in dem Spiel regt mich richtig auf. Das Gehüpfe in dem Spiel regt mich richtig auf, das muss ich mal echt sagen. So, was bist du? Oh. Wir machen den halt so wenig Schaden mit unseren Standardattacken. Er hat nur noch. Scheiße, ich muss schon. Ah, ich muss schon wieder meine Blindattacken raushauen. Ich will doch mal ein bisschen. Was? Na, seine war ja. Seine Schwäche war ja Elektrizität. Battle Pass. Ich hoffe, das ist der vorletzte Gegner. Ich will ja auch keine Fire. So. Ich hab doch genau eine Attacke, die ich mit Maxi machen kann. Danach sieht's übel aus. Danach sieht's. Nein! Du scheißdreckiges Scheiß-Spiel, Mann! Scheiß-Spiel, Mann. Scheiß-dummes Dreckspiel, muss ich jetzt mal so sagen, Mann. Wieso? Wie sieht das immer den falschen Gegner, Mann? Ja, dann ist halt dein Head. Ja, klar, er ist auch noch zweimal dran. Mein doch gleich fünfmal am Stück. Lass ihn einfach ohne Pause angreifen, gell? Wir wollen es doch fair halten, oder? Ah. Bitte, greifen. Alter, sie hat 2000 Yen weggeschmissen. Ich erwürge einen, Mann. Ich bringe sie um, eigenhändig, Mann. Alter, er hätte nur den angreifen müssen und wir hätten locker geschafft. Aber nee, so ist es natürlich viel lustiger. Ja, mei. Das habe ich niemanden mehr. Rampage, Mann. Hau mal alles raus, Mann. Es trifft nicht. Kann immer einen Standard-Gegner treffen, Mann. Sorry, das war aber echt eine scheiß dumme Aktion, Mann. Ihr seht, wir sind ausgelaucht, Mann. Wir schaffen aber es noch, Mann. Es sind die letzten Meter. Küchenmigan lernt dann das Geld. Windwall. Ist echt cool, Mann. Ah, oh, Leute, Mann. Es ist so wenig. Es muss doch schaffbar sein. So, ich will eigentlich auf Skill. Auf Morgana. Und dann heilen wir hoch hier Morgana. So, Leben ist ja nicht das Problem, es sind ja die SP, Mann, die uns jetzt komplett ausgegangen sind. Mit eigentlich aller unserer Party, Mann, und es kommen immer mehr Gegner. Kann ich ihn skippen? Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Mein guter Kaffee, mein ganz guter Kaffee, Mann.
LeBlanc. Weil ich gebe doch jetzt nicht auf, Mann. Ich hab's jetzt gleich geschafft, ich verschwende nicht noch einen Tag, Mann. Da kann ich mir 10 mal Kaffee brümmen. Und sie haben alle Eis und Tacken. Aber er kann immer noch nicht. Es ist echt doof, Mann, dass er immer noch nicht Magarangaga kann oder wie das auch mal heißt. Ihr wisst, was ich meine. Also, nicht Magaranga. Ihr meint die Bufudo-Attacke. Es ist so doof, Mann, dass er diesen Vicious Strike da gelernt hat, Mann. Hätte ich Magarangi, Mann, es wäre so viel einfacher alles. Hau einfach da drauf, Mann. Critical, Alter. Jetzt muss ich mal sagen, Respekt, junger Freund, Mann. Padawan, das hast du sehr gut gemacht. Wo ist Monspeaks? Okay, gut. Lend me a paar, give me some money. Lend me a paar. I'm safe, thanks man. You're a lifesaver. Hey, I remember. Copper Tenio! Boah, kein Problem. Mehr Gegner sollten sie einfach ergeben, wenn ich sie geschwächt habe und dann auf meine Seite gehen. So. Eine Copper Tango Maske. Den einzigen, den ich nicht fange, ist diese lustige Bestie. Aber ansonsten haben wir das eigentlich alles echt gut gemacht. So. Maxi muss seine letzten mickrigen SP gar nicht einsetzen. So. Bam. Die SP gehen sehr schnell in den Keller immer. Blöde Museumsdarsteller. Blitz! Und Eis! Ich kann nur noch mit Wisch. Ich kann noch. Alter! Fucking Falter! Ja, Leute, Mann, das hat gerockt, Mann. Das hat natürlich ziemlich gesessen, Mann. Alter, da geht's doch, Mann. Vicious Strike, Mann. Das, die Attacke, dazu sieht sie doch so super cool aus, Mann. So. Hey, mir wäre es jetzt sogar wurscht, wenn ich mein Item umsonst eingesetzt habe. Hauptsache, ich schaff's hier irgendwie durch. Ich habe keine SP, Mann. N habe ich noch gar. Noch ein Safe Room. Super. Kommen Sie in 2 Minuten Rhythmus. So, Upper Main Hall. So, nochmal speichern. Ich bin mir so sicher, dass da noch ein kleiner mieser Zwischenboss kommt, Mann. So, 3 Level haben wir inzwischen eigentlich nur gemacht. Also, nur. Langt eigentlich. So, jetzt sind die Gegner nachgespawnt, oder? Weil das Spiel ist ja nett. Ne, sind sie nicht. Okay, gut. So. Hm. Is this some kind of security room too? No, it's most likely where all the mechanisms in the exhibition hall are controlled from. Given the number of hanging works, it would make sense to have a room dedicated and controlling room. So, the observation skills of an artist are out of this world. Ja, komm, bitte nerv mich nicht. Oh, also ich finde, ihr nervt mich natürlich nicht, meine guten Freunde, aber ich will jetzt einfach sagen, bitte, Dungeon, fertig. Push the button. It looked like Fox's dedication was to the point. Okay, achso, ich kann ihn noch nicht einstellen, ne? Okay, dann gehe ich halt erstmal da hoch. Hoppala. Vielleicht sollte man. Da kann man direkt so reinjumpen. Hey, enter the treasure above treasure? Oh, look! There aren't any lasers above it. This is quite a large hole on the security. But what do we do? Jump in and retrieve it? We won't be able to get out if we did that though. Look up. A crane with a hook. The control should probably somewhere around here. Sehr gut, let's find him. Okay. Sehr gut, und da ist der Schatz. Und damit können wir Madaramas Herz verändern. So, das wird der Schalter sein, oder? It looks like it's a Joker. Give it a try. Können wir für den Schatz hochziehen. Madarama. Stop! They notice if you keep going with that. Bring it back up quickly. Oh oh, wir müssen unbedingt das Licht wieder kurz ausmachen. Hm, this could be useful. Do you plan on descending on that hook? Would they not spot us the moment we are lowered down? No, not necessary. There's something I can do to make sure that doesn't happen. Turn invisible. Use the darkness. Nice. Exactly, that's our Joker. Alright, we were able to turn the lights off over in that other control room. Only for a few seconds, though. There would not be enough time to make it all the way here. That's why we're going to split up. One person will shut the power off. Here, one person will lower the treasure crane. And I'll grab the treasure. You sure that's gonna work? Seems me they'd realize what's going on at some point. Sometimes part moves have the greatest payout. Unless someone has a bad idea.
Was haben wir für eine Wahl? Well said, Joker. You understand what being a Phantom Thief really means. Alright, it's settled. Our infiltration route is secured. You gotta be kidding me. Now then, it's time for the calling card. Okay. So. Kann ich da eigentlich noch... Da kann ich noch abbiegen, gell? Jetzt darf ich nur hin. Zack, schauen, was da cool ist. Ich kann jetzt schön rumjumpen, aber ich verstehe nicht so ganz, was es mir bringt. What's up, it's just a window. Wir hätten wahrscheinlich hier noch andere Route uns raussuchen können. Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Routen. Wie schicke ich jetzt meine Call? Ach so, das kann ich erst an meinem anderen Tag machen. So, stimmt. Das kann ich ja jetzt gar nicht von hier machen. So, ich habe jetzt nicht mal mehr Maxi Special Moves gebraucht, aber das ist mir auch wurscht. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und jetzt... Sind wir bereit für die Calling Card? Wir haben es echt in einem Rutsch hier geschafft, das durchzuhauen. Das finde ich sehr gut. Speichern wir gleich mal einen neuen Spielstand. Das haben wir uns verdient. Und dann... Museum Entrance. Servus, meine Freunde. Einfach raus. Gehen wir mal kurz dahin. Ja. Hilfe, Rettung, starke Personas. Eine Möglichkeit... Unentdeckt da rein und rauszukommen, wäre alles nicht schlecht. So, Register. Ich bin auch rude, Mann. So, Cushion, das ist mein bester Personal-Agent. Agentieren ist auch geil. Okay. So, I'm not done. So, ich will nämlich noch schauen, ob wir was Schönes fusionieren können. Tango. Der sieht nicht so cool aus übrigens. Oh, Matador. Matador hätte ich sehr gerne. Beriff können wir fusionieren, aber es ist auch nichts Großartiges. Shisha! Dafür muss ich aber Jack Frost ausgeben. Und ich weiß nicht, ich würde eigentlich Jack Frost sehr gerne behalten. Kann ich Shisha noch irgendwie anders fusionieren? Flawless. Let us begin the search. Cheese hier. Zwei Kombinationen haben wir. Jack Frost. Kushimitama. Na. Ist halt scheiße, Mann. Dann muss ich den nochmal kaufen. Ich habe ja gespeichert. Also es passiert nichts Schlimmes. Ich teste es einfach mal. Copper Tango. Den habe ich nämlich sicher gerade fusioniert. Das ist natürlich super. Dann kann ich mir das mit Jack Frost sparen. So, jo. So, drei Skills. Regenerate, genau. Der mach mal. Add written resistance to one ally. Snap. Medium gun damage to... Au, oh, der kann gun damage. Buffo will ich. Und ja, was machen wir? Media würde ich sagen. It will receive some new power. Yep. Girls, let us begin. Me, Caesar. You have mask. You and me. Don't worry. Be happy. Das ist mal eine gute Einstellung. So, weil Caesar brauchen wir auch für... ich mag Caesar, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Weil er ist eine meiner Lieblingspersonas in Persona 3... 4. 4 war. So. Und wir brauchen ihn für eine Aufgabe. So. Jetzt schaue ich mal. Inugumi. Und Angel. Kann ich auch nicht fusionieren. Immer die, die ich weg haben will, die kann ich nicht fusionieren. So. Finished for now. You'd like to read the compendium. Read here. So, und zwar. Tagelist, genau. Kauf ich mir meinen Jack Frost, habe ich ja. Wo ist er denn? Kushimitama kaufe ich mir doch. So. Und schon bin ich wieder glücklich. So, jetzt kann ich sogar keine neuen Personas fusionieren, was doch doof ist. Aber nun gut. Kushimitama, jetzt kann ich euch aus dir fusionieren. Ne, komm, das sieht merkwürdig aus.
Der ist eigentlich gar nicht schlecht, Mann. Wieso kann ich aus meinen einzigen Persona, den ich nicht weggeben will, kann ich überall super coole Sachen fusionieren? Das ist also sonst keinem anderen was. Ich würde zum Beispiel gerne Oma Kranion hier weggeben, weil den mag ich nicht. Und Inuguma, aber da, was habe ich davon? Da halte ich nochmal einen Kishimitama. Habe ich schon. Und dafür hat er nicht die Skills dann, die meine hat. Bam, der hat nämlich geile Skills. So. Angel könnte ich auch weggeben. Und dann kann ich Lilim fusionieren, die ich nicht fusionieren kann. Lena Sida, die ich gerade so nicht fusionieren kann. Und Kodoma. Aus Versehen, ne. Sag ich ja, nur doofes Zeug. Naja. Wurscht. Und dann hier. Ich will eigentlich was anderes machen. Und zwar... Twin Ones. I will verify the status of your panel labor. You're looking for Schießer. Es ist hier frei. Okay, ich habe immer schon mal einen Schießer, aber das wird so schnell nichts werden. Egal. Passt schon. Jetzt schaue ich nur Items. Wir haben ja Skill Cards. Frag mich nicht, wo. Wir brauchen unbedingt, müssen wir uns SP-Items fusionieren. Frag mich nicht. Egal. Are you finished? Yes. Okay, aber wir haben schon mal ein T-Shirt, das ist schon mal schön. Und dieser süße, so kleiner, süßer Hundi, Mann. Und wir alle wissen, ich mag keine Hunde, aber das ist ein cooler Hund. So, raus. Wir sind nämlich bereit. Wir haben unsere Safe Route und es ist dann beim nächsten Mal Zeit, Madarame fertig zu machen. So, jetzt schauen wir mal, wie gut wir waren. Bam, 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 bam. Alles geschafft, Mann. Sehr schön. Finally secured our route to Death Treasure. All we need to do now is to send a calling card. Yeah. Okay, I've been waiting for this. Anyways, when are we gonna send it? I guess that's part up to you. Dude, let us know when you need us. Badabush, badabush, badabush. Sehr, sehr gut. Okay, ich würde heute sogar einen Kaffee brauen. Könnte man gut brauchen. Aber jetzt schauen wir erstmal die Nachricht an. So. All we have to do now is send a calling card to Madarame. Alright, it's finally time. Now all we gotta do is decide when we're gonna do it. Shouldn't we talk to Yosuke about it first? Why? I mean, Madarame was his teacher. It's not our place to be deciding something like this. Oh yeah. Let's talk to Yosuke. Yeah, the problem is bigger than just the three of us. Anyway, how about we all meet up at the hideout? Yep, sounds good. Okay, let me know when you want to meet, and I'll tell you Yosuke. Wo hat sie so guten Kontakt mit Yosuke? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Ja, heute sind wir fertig. Es war auch ein anstrengender Tag. Aber wir waren ziemlich effizient. So vier Parts, glaube ich, haben wir jetzt gebraucht. Klar, wir waren davor schon beim Tempel, wo wir schon mal einen Teil davon gemacht haben. Aber das richtig anspruchsvoll haben wir jetzt gemacht. Wir sind, ich glaube, Level 17 erst. Level 18. Sowas um den Dreh. Aber ich denke, wir werden das schon... Today we're going over. Give me an answer. This is it. Precisely. No way. Sheesh, what? Nice going.
All right. I see. Manchmal habe ich da echt Glück, Mann. Ich habe jetzt einfach so gedacht, Silber, Gold, also Bronze, Silber, Gold. Und da dachte ich einfach, jetzt entweder eins nach oben, das wird Platin oder eins runter. So, ist eine Calling Card. Genau das machen wir heute auch. So, da la. Dann, schauen wir mal kurz die Nachricht an. Nein, das will ich, da will ich. So, ist eine Calling Card. Was ist eine Calling Card? Genau, Treasure, Root. Können ihr hört? Ja, genau. Genau, Meetup. So, und dann senden wir uns, Karte, und es ist Zeit, Madarame zu seiner gerechten Strafe zu bringen. Well then. You sicken me. You have my thanks. May I get a word in? No. Now then. Now then. All right. Okay. A calling card, huh? Will he take it seriously? He is famous after all. He has often received slanderous letters till now as well. He'll know best whether the crime written on it is for real or not. Wait. Are you going to write it again, Ryuji? That last one was questionable at best. You should do it then, Yusuke. Oh, make it really artistic and stuff. No, it'll end with him figuring it out. He knows my drawing and writing styles all too well. Oh, then I'll think it up and you make it cooler. Designing a calling card. Interesting. It shall become proof that the Phantom Thieves do exist. It's decided then. What's left is to make the treasure ours. You guys better come fully prepared. Ah, you're back. Wollte mich nie nochmal ein bisschen Kaffee brauen lassen. Yo, try changing the chat icon. Looks the same to me. Maybe it's just for the group and doesn't show up in here. Well, we should take a look later. It's that Phantom Thieves logo I just had Yusuke draw for us. The calling card turned out great cause of him too. Anyways, this is the first job for the Phantom Thieves. We really can't screw this up, okay? I know. And make sure Yusuke gets a lot of rest today, okay? Yep. Yep, you'll see you later tomorrow. Got it. See you tomorrow. So. Schauen wir, was die Leute so gemacht haben. Ja, wir können nur schlafen, oder? Okay, ah, wir können heute Kaffee machen, genau. Brauchen wir unbedingt für morgigen Tag ein bisschen Kaffee zumindest.
Genau, genau, besser Kaffee, weil wir brauchen besser Stärkung. Also ich habe meinen letzten Kaffee aufgebraucht, Mann. Das heißt, ich habe nichts mehr zum raushauen. So. Ah, ein guter Kaffee. Yes, alright. The way you're drinking, it makes me look delicious. Level 1 Kaffee, aber das ist der schlechtere. Also, nicht falsch verstehen. Jeder Kaffee von mir ist super, aber das ist nicht so der gute. Ja, yeah, fürs Lob. This flavor, it's Cuban crystal mountain, right? Cuba is the biggest island in the Caribbean. The coffee is known for its full-blooded aroma and taste. Crystal Mountain coffee is made from a large beans of the harvest. It was a sweet and nutty flavor with low acidity. The flavor profile is bland. You should practice more to bring out the roast's full potential. Although, I see you preparing the cup the way I taught you. I'll acknowledge your hard work. Danke, Sosiro. So, Togo. Habe ich das jetzt alles geskippt? Ja, aber erzählt er im Endeffekt immer selber. So, und wir, Leute, ihr seid heiß, ich bin heiß, wir alle sind heiß darauf, dass am morgigen Tag dann wahrscheinlich hier die große Strafe kommt für den so großen Künstler. Ob wir es schaffen werden und das Herz von ihm verändern können, ob Madarame eine neue Persönlichkeit wird und ob der gute Yusuke seine Rache bekommt, werden wir beim nächsten Mal erleben. Von Persona 5, haut rein, bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.